Moin und ein Tiddly-Tiddly-Tiddly. Was ist denn mit dir passiert? Bist du plötzlich Hamburger oder was? Ja, da kommen wir doch her, ne? Immer eine Handbreit bei See und im Kiel. Eieiei. Ich glaub, du hast so viel hier. Ich glaub auch, du hast so viel irgendwie Gras hier inhaliert. Aber nur das Gute ist doch. Allgemeines Gras ist echt geil. Oh, das stimmt. Das ist schon das Beste hier. Ich finde es aber schon satisfying, hier lang zu fahren. Und einfach aber wo fährst du eigentlich hier durch? Hä? Wo ich hier hinterherfahren muss, ist Wiese. Komplett wild, ey. Hä, das ist kurze Wiese. Also Daniel? Ja? Könntest du mir meinen Schwader mal, mein Schwader, mein Wender mal schon vorbeibringen? Also zumindest irgendwo abstellen, damit ich mir den abnehmen kann. Jo, kann ich, mach ich, ist das jetzt sofort nötig? Weil ich glaube, wir sind fast durch mit dem Feld. Ja, das ist nicht mehr lange. Dann weil dann komme ich nämlich eh, können wir uns einfach treffen wieder. Bei der. Ja, okay. Alter, die Rockmusik, die ja, reden ja. Dann ist einfach den Händler. Ja, dann treffen wir uns gleich beim Händler. Warte, lass mich einmal durch. Bam! Fickt sich. Er bremst einfach. Das sind ja nicht unsere Fahrzeuge, das ist ja nicht unser Geld, ne? Ja, aber Mann! Wir für Schäden aufkommen. Ja, ist schon richtig, das wird jetzt vom Gehalt abgezogen. So. Spielst du heute auch The Queens? Weiß es nicht. Bei mir läuft gerade. Ich weiß nicht, was das ist. Adam Drake, Gareth. Ja, bei mir steht da nicht was. Also kann ich irgendwie einschalten und. 2x5, dann siehst du es. Kann. The Queen's Rock Palace FM. Ja, das höre ich auch. Female. E-Mail. Ich? Die Stille der Motoren. Das Ambiente. So, ich bin gleich durch. Sind wir soweit hier, ne? Mit dem ersten Teil. Zum anderen Feld. Kommt man da nicht hin? Warum willst du zum anderen Feld? Ich will mal gucken, vielleicht kann ich da mähen. Ich bin schon fertig mit mähen. Ja. Ich bin gleich beim Händler. Guck mal. Gleich mal zum Händler. Ja, ich hab H gedrückt. Aha. Hilfe. Ja, kein Feld gefunden, ist ja auch richtig. Ach komm, ey. Ja, kein Feld. Ey, warum? Aber nicht dein Mähwerk aus hier. Nur ganz kurz Stau auf der Straße, weil die Leute wegen meinem Mähwerk nicht losfahren. Ja, das Ding hat aber eine ordentliche Geschwindigkeit drauf, finde ich. Wie kommen wir denn zu Andi? Hier links, oder? Ja, meinst du? Ja. Oh Gott! Hallo! Warte, ich versuche rückwärts rauszukommen. Hab ich noch Platz? Okay, also wir haben irgendwie einen Schwader? Ich komm vorbei! Kann ich hier was dranhängen? Oh nee, kann ich nicht. Komm direkt zu deinem Feld. Das Problem ist, dass ich jetzt halt kein Fahrzeug habe, um irgendwas zu machen. Aber wir gucken, ob wir uns vielleicht schon einen Traktor leisten können für unseren Hof, dass ich den jetzt. Ah, jetzt warte doch kurz. Du kannst doch schon mal Ballen anfangen. Mit was denn ohne Traktor?
soll ich? Ich brauche was, wo ich dranhängen kann. Welches Feld warst denn du, Andi? 36. Ich rede jetzt mal mit dem Shopmeister hier. Ob es nicht einen Traktor gibt, den wir uns leisten können. Den wir dafür verwenden. Also wir brauchen ja auf jeden Fall E-Traktoren. Guck doch mal nach so mittelgroßen. Mittelgroßen? Ich habe jetzt nach Kompakttraktoren geguckt. Okay. Ich glaube, Kompakttraktoren reichen erstmal. Ja, okay. Ja. So, gucken wir mal nach. Welche Ballenpresse war für welches Feld? Keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, wo ich hier gerade hinfahre. Nee, vergiss, was ich gesagt habe, ist scheißegal. Sei denn, die Felder haben irgendwo noch andere. Also, ich gebe euch jetzt mal drei Marken zur Auswahl. Also, entweder Fendt, John Deere oder Case. Ich mag. Das ist Case. Kannst du im Discord parallel? Nee, kannst du nicht. Case ist rot und John Deere ist grün und Fendt ist grün. John Deere ist geil, das weiß ich. John Deere und Klaas sind meine Lieblingstraktoren. Also, ich kann auch ein Klaas nehmen. Ich bin am ehesten auch für den Klaas. Komm, wir machen einen Klaashof. Habe ich Bock drauf. Zeig mal, welche du jetzt hier suchst. Ich will mitgucken. Also welche guckst du? Ich guck gerade bei Kompakttraktoren und ja, welche? Entweder ich habe die der 200V Vario. Entweder die 300 Vario und der 500 Vario. Favorit. Der 300 Vario, der 500 Favorit. Genau, oder der 600M oder halt dann der Arion 660 bis 610. Alter, du bist so hart abgehackt. Kannst du irgendwie dein Mikro checken? Das liegt wahrscheinlich an der Aufnahme, Daniel. Ja, okay. Ich glaube, du hast Arion gesagt. Arion 660, ne? Ja, der Klaas halt. Ja, der ist schon sehr schick. Ja, ich bin auch für den Klaas. Der hat, warte mal, 7,5 Tonnen, 100 bis 200 PS und die anderen. Der hat auch am meisten PS von allen. Ja, dann rein. Stufenlos. Ja, komm. Also, Andi, was sagst du? Ich finde, Investitionen sollten wir immer zusammen alle absprechen. Ja, ich bin gerade schon am Schwaden. Also gleich. Ja, aber was hältst du davon? Also kostet. Ja. Oh, wo stehe ich denn hier? Ist die Hälfte unseres Gesamtkapitals. Ja, ist okay. Na gut, dann rein da. Also ich habe jetzt unser das Nummernschild passe ich auch an auf HF, also auf Hirschfeld, weil da ist ja unser Hof, ne? Keine Ahnung, was du sagen wolltest, aber bestimmt gut, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, ich habe unser Nummernschild angepasst auf HF für Hirschfeld. Hirsch irgendwas. Sehr gut. Bin ich d'accord. Fuck you, Daniel. Okay, ich muss meine Lenkgeschwindigkeit runtersetzen, weil ansonsten kann ich nicht ordentlich lenken. Wie bist du denn am Schwadern eigentlich? So, Daniel, verstehst du mich jetzt wieder? Mit dem Schwader? Ja. Ich habe gesagt, ich habe angepasst unser Nummernschild auf Hirschfeld. Also HF, aber das Nummernschild ist halt HFFF15. Sehr gut. HFFF15. Genau, das Problem ist nur, dass unser nächstes Fahrzeug, was auch eine HF hat. Jetzt dann FF16. Genau, muss dann halt FF16 sein. So, ich hole mal die Presse. Andi, warum bist du denn jetzt am Schwadern? Ich hab doch da schon geschwadert. Ah ne, ich hab gewendet. Ja, ich schwader hier gerade übrigens mit dem großen Schwader über das Feld. Wendest. Ich wende gerade mit dem großen Wender über dieses Feld. Du hast schon irgendwer eine Schwad irgendwo hingemacht. Ja, ja. Ja, Andi auf dem großen Feld. Alter, fahr doch mal schneller, Idiot.
Wo hast du angefangen? Wo hast du die Schwart gestartet? Hier oben oder was? Ja, dann das Spitze. Ey, du schaut doch die beim Eingang des Feldes nicht am Arsch der Welt. Vor allem, wie soll ich da hinkommen mit der Presse? Was ist denn da los bei euch? Ja, soll ich jetzt mit der Presse in den Fluss fahren oder was? Nimm den Anfang mal wieder mit. Was ist denn da los da drüben? Ja, ich kann da nicht anfangen zu pressen, weil die schwarze Scheiße liegt. Haben wir noch einen zweiten Schwader? Nee. Nur einen? Die müssen wir doch. Ich meine, wir haben doch zwei Felder. Da komme ich schon eher hin, also. Hallo? Oh nein, da komme ich nicht hin. Ich verstehe es nicht. Wieso? Wieso? Ich habe ja auch einmal gegen Uhrzeiger zum Drehen gefahren. Wir brauchen doch noch einen zweiten Schwader. Ja, keine Ahnung. Wenn, dann ist er nicht gespawnt. Geliefert worden. Ich rufe da an und beschwer mich. Beschwerde. Also ich habe hier durchgewendet. Oh, ich sehe dich. Hallo. Ich sehe dich da hinten. Ne, ich sehe Black. Ne, das bin ich. Ja. Hallo. Ich weiß leider nicht, wie ich hier so Lichthupe mache. Aber ich kann hier mit meinem Frontscheinwerfer dich so anblinken. 5. Ja. So, ich fahre hier wieder mit 10 lang, weil alles andere ist zu schnell. Schicke erste Investition gemacht. Ich freue mich schon, wenn ich mein Lenkrad habe, dann kann ich hier mit dem Lenkrad. Oh, das ist cool. So, ich guck jetzt mal, ob wir bei da doch noch ein anderer Schwader geliefert wurde. Muss ja. Bergauf, oder? Kann ich denn das scheiß Ding abhängen, was ich hier hinten dran hab? Bergauf ist auf jeden Fall langsamer. Ach so. Oh Gott, Auto. Es ist doch ein Schwader hier. Nein, das ist Sägewerk. Sägewerk. Also entweder das ist ein Mähwerk. Beides Mähwerk, Daniel. Ja, ich okay, beide. Und dann ist das hier ein Schwader. Nee, das ist Mähwerk für eine Mähdrippe. Ich bin so verwirrt. Weil unser Fahrzeug ist zu schwach. Wir kommen im Berg nicht hoch mit der Presse. Na jetzt.
Kann es sein, dass das kleine Feld einfach direkt aufgesammelt wird, ohne Schwart? Kann natürlich auch sein, wäre aber gut. Boah, das kämpft aber gar nicht schön. Oh Gott. Wer hat sich denn ausgedacht, hier ein fucking Grasfeld zu machen? Das ist eine Wiese. Grasfeld. Ja, also das ist ein Mähwerk und das ist ein Mähwerk. Ja. Daniel, hier ist, bei mir siehst du gerade wie Lohnzahlung an wen denn? Ich habe einmal ganz kurz H gedrückt gehabt. Aus Versehen. Oder war eigentlich schon abgezogen? Aus abgestellt, deswegen kostet er nur 10. Das ist ein Schwader, ja genau. Ich dachte halt, dass. Das ist. Kann ich drunter gucken. Erstmal Lohn bezahlen und jemanden, der eine Millisekunde ins Garbeiter. Mädchen dafür Geld einfach annehmen wollen. Ja, nur wir haben ja die andere Presse da nicht. Wir können ja dann mit der Presse da aufsammeln. Ist der nicht auch von uns? Das ist Mayweck da. Mit dem ist Black gefahren. Ah ja. Das andere ist keine Presse, das ist Ladewagen. Was ist der andere? Ladewagen. Achso, ja. Das ist wahrscheinlich so aufgesammelt. Kann ja sobald ich hier fertig bin. Aber ihr könnt einfach zum anderen Feld fahren dann, weil ich konnte mit meinem war da auch auf dem anderen Feld rumwenden, meine ich. Wender und Schwader, ey. Fast wie Schwager. Du dummer Versager. Du Petters, kein Schwager. Du hast höchstens einen Schwager. Was war denn die Mann deiner Schwester? Guten Blöder. Also unser Traktor, den wir selber besitzen, der kämpft ganz schön mit der Presse. Ja, dann lass tauschen. Hab ich jetzt auch gesagt. Ich wollte es nur gesagt haben. Oh. Aber die Presse ist auch ein ordentliches Gewicht natürlich, was hinten dran ist. Ne? Also bitte nicht meckern, wie ich hier gefahren bin mit meinen Linien. Das ist habe ich doch schon ganz am Anfang. Wie funktioniert denn das Ding hier? Ach so, das sammelt nur die Ballen ein. Das ist richtig. Alter. Die Wiese ist echt scheiße. Das ist ja nicht unsichtbar, oder? Black, willst du die Ballen einsammeln mit deinem Trecker? Dann kann ich mit dem. Ich glaube, meiner hat ein bisschen mehr Power, würde ich vermuten. Ja. Weiß nicht, sehe ich das irgendwo? Ja, meiner ist ja nur ein Kompakttraktor, ne? Und meiner ist ja ein mittelgroßer. Ja, ich habe den Fan 930. Also, ich gehe davon aus, dass der irgendwie 930 PS hat. Ja, der ist aber nicht mal. Ich kann drei Linien gleich ein bisschen zusammen machen. Noch mehr zusammen. Wie viele Ballen hast du denn schon gesammelt? So, haben mich verzogen. Danke. Ich kann aber nicht zurücksetzen mit sowas. Wo fährst du denn jetzt lang? Ich folge dir eigentlich. Aber bisher waren nur zwei Ballen raus, oder was? Weiß ich nicht. Ich warte darauf, dass Andi hier was macht, damit ich losfahren kann. Digga. Alter. Andi, was machst du denn hier? Ich versuche ordentlich einzulenken. Oh Gott. Ja, was macht ihr denn da? Sag doch was. Ich fahr jetzt hier einfach diese Linie hinterher. Ah, hier ist ein Ball. Warte, ich hol ihn. Wie, du holst den? Ach so. Ah, ja. Ah, okay. Ihr habt einfach noch einen.
wollte ich das so? Hat irgendwas einen Ballen rausgelassen. Es sieht immer aus, als ob man so einen Ballen auskackt hier. Was dann, das machst du. Alter. Ich guck mal aufs andere Radio. Also. Mal den Motor aus. Das E-Werk FM. Country Roads FM, Junge. Take me home. Classical Radio. Online-Streams sind nicht Peggy oder USK eingestuft. Ja, weiter rein. Peggy. Maxim FF. Simulator Radio. Hatten wir auch von einem anderen laufen lassen die ganze Zeit. Guck mal, was für Radiosender es gibt. Erstmal. Wollte eigentlich. Ich nehme Trucks im FF. FM. FF. Obwohl, nee, das kann ja vielleicht Musik sein, die ich nicht verwenden darf. Das will ich mal lieber zu Country Roads FM. Ja, ich glaube, passt. Ich tue mal da mal so an. Das ist übrigens ein Ball zum Aussagen. Diverse. Oder weiter wieder mehr? Okay. Oh Gott! Du hast hier was nicht ge... Das ist egal. Ich bin am Spin. Wir haben schon eine Auto. Kompakt-Traktoren haben halt... Ist halt trotzdem nur kompakt. Reicht auch völlig aus, das, was wir brauchen. Hallo. Das ist unser erster eigener Traktor, ne? Das ist auch überlegt. Unser eigener erster Traktor. Ach Gott, ich drifte. Ich auch. Guck mal, da hat sogar jemand was beim Wenden vergessen. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Wenden, so beim Wenden. Rein, ne? Wo war da? Wo, an welcher Ecke bist du? So, bitte. So, jetzt aber tschüss. Ob du jetzt auf diesem Marsch schwadern kann? Kann er ziemlich sicher. Ich konnte es ja auch. Konnte es auch schwadern? Nee, ich konnte drüben wenden. Ah! Dach! Ich hab noch Dach. So, ich hab schon 10 Ballen geladen. Ah, du kannst ja sonst auch schon wegfahren. Wohin fährt man die denn? Weiß ich nicht, stand auf dem Aufpark.
Ach so. Pass nur auf, dass du nicht zu viele ablädst beim. Ne? Nicht, dass irgendwie. Warum sind nur alle von dem Feld hier? Ja, stimmt. Das, was zu viel ist, wird uns bezahlt. Ja. Ballen sieht so aus, als könnte ich noch. Alter, läuft ein Heril übers Feld. Fucking Bambi. Hey. Noch eins! Ich schieße es. Es gibt Rehbraten heute. Alter, was ist das denn hier schon wieder für ein Murks? Kann gar nicht die einsammeln. Die Schwar war einfach so breit. Das ist breiter war als mein Träger. Ach, dann bin ich eigentlich noch mal. So, noch zwei Ballen kann ich draufladen. Oh Gott, überdreht. So, wo haben wir denn hier noch was? Ein Ballen kotze ich gleich. Also eigentlich habe ich zwei so halb so hinten. Ja, ich kann Ballengröße ändern. Egal, jetzt ist es so. Die kannst du auch rauslassen jetzt schon, ne? Ich weiß nicht wie. Ja, du musst die Presse dafür ausmachen, dann kannst du die rausmachen. Zuklappen könnte ich machen, ja. Ja, noch einen. Traurig. Dann bin ich voll. Ich weiß, dass wenn du stehst, dass du den letzten auch rauswerfen kannst. Ich bleib kurz stehen. Ich kann sie einfach mal kurz zuklappen. Solange ein Ballen geladen ist. Warte. Abschalten. Ja. Guck mal, da kommt sogar zwei aus. Ja, einen fertigen und einen, den er angefangen hat. Nee, die sind beide fertig. Den angefangenen habe ich immer noch im Tank. So, damit bin ich aber voll, ne? Ja, ich fahre mal rüber zu Andi. Ja, die Frage ist, ob das reicht. So, Feldstieg, wohin sind wir? Selbst 37. Ringe, Ballen, dann hierhin. Werners Getreidesilo, Ballen verkauft. 137, ne? Nicht 136. Nur drauf achten. Wo ist denn Werner? Wo ist denn Werner? Der Werner. Mann müsste eigentlich blinken. Ein Mann müsste blinken. Der blinkt nix. Die Felder kann mal gucken, ob es bei mir ist. Wo wohnt denn Werner, Mann? Werner, Mann. Viehhändlerballenverkauf. Nee. Werners Getreidesilo. Ja, und bei Werner Getreidesilo ist dann auch soll irgendwo ein Ballen. Heinrichshof. Wo ist Werners Getreidesilo? Ah ja, da, ich hab's. Wie hast du es gefunden? Ja, mit dem ich es einfach gefunden habe. Alle angedrückt halt. Aber das ist unten im Süden. Komm, lass mich über beide kleine Hunde gehen. Das hat mich auch gefallen. Ey Daniel, du sorgst für einen Stau hier. Ey, ich guck gerade auf der Karte, wo denn Werners Getreidesilo sein könnte. Ach, hier! Ist es das? Ist es unter Feld 4? Ja. Drauf. Okay, das ist bei mir das Einzige, was ich auf was Mission ist bei mir. Ich kann es aber nicht anklicken. Jetzt! Du stehst, alle stehen hinter dir. Entschuldigung, ich fahr schon. Naja, immer diese Leute. Kann irgendwie nicht.
So. Das Postautoschild hinter dir. Ja, die können abwarten. Ja, kein Wunder, dass meine Post immer zu spät kommt. Ja, wenn so ein Trecker einfach mitten auf der Straße stehen bleibt. Oh Gott, ich hab einen Mensch umgefahren. So ganz beiläufig. Upsi. Ja, der geht's gut, Alter. Ich hab grad Andi zugeguckt, jetzt bin ich von der Straße abgekommen. Gib mal Gas! People! Okay. Die Frage ist dann jetzt, ob wir nicht noch mehr Ballen brauchen für die Quest. Ja, brauchen wir ja gleich. Mach, hab ich dich doch noch dran. Ja, weil du einfach aufgehört hast zu fressen, deswegen. Da liegt ja noch Zeug auf dem Feld rum. Auf dem Feld lag noch was? Ich hab gedacht, ja, ich bin überall durch. Überall lag noch was. What? Ja. Fertig geschwadert. Schwadern ist nur auf eine Schwad zusammengelegt. Ja. Ja. Das meine ich. Ich hab nur die Schwaden eingesammelt. Ganz viele kleine Schwaden waren da noch. Du kannst auch die leeren Dinge, die Dosen aufsammeln. Da waren noch überall kleine Schwaden. Ja, nee. Echt? Ja, aber wenn es waren halt übelst viele, deswegen, ne? Weiß ich ja nicht. Geh mal gucken. Warum fängst du da an, Daniel? Ich hab Hä? Ich fang da nicht an. Ich stehe hier gerade nur, weil ich hier aus dem Wald rauskam. Hab ich schon mal probiert mit Lenken? Oh Gott. Ah. Ah, oh. Oh, ich darf doch. Haha. Was ist das hier für ein Gegenverkehr jetzt auf einmal? Ich glaube, ich bin da auf einer Einbahnstraße? Warte. Der ist fertig, oder? Man tut's für seinen Nachbarn, Errungenschaft bekommen. Habe ich schon längst. Ja, Back. Den kenn ich nicht. Doch Ballen. Herr Joe. Joe Mama. Ja sein Ding war voll. Ne? Ah ja, da war ja was. Aber wir können jetzt alle weiteren Ballen sonst wo verkaufen. Am besten halt da, wo die anderen hin sollen für den Auftrag, wa? Ja, waren das beide Missionen gerade? Nein, nur einer. Ah ja, okay. Ja, dann. Die für 37. Aber dann gib erstmal. Jetzt können wir da abgeben, wo es halt für die 36 hin muss. Das ist der gleiche Ort. Kannst einfach da weiter hinfahren. Ist auch bei dem Ballen. Ja, auch Werner. Ja gut, dann ist es ja auch schon fast abgeschlossen. Guck mal, 97% haben wir da schon. Ja. Ja, dann fang mal an. Fahr mal hier, du kannst auch zu mir fahren und hier einsammeln. Andi hat hier eine sehr schöne Schwad gelegt. Bis du hier bist, bin ich glaube ich durch. Lass mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich kann nicht los. Überfällt 735, ja. Muss einfach nur zu mir kommen. Ach so. Was du? Ach Gott. Ach, du bist schon über der Brücke. Da fährst du jetzt rechts. Jetzt rechts. Einfach dem Weg folgen. Da kommt gleich Grasweg. Ich hab ein Navi. Echt? Das ist eingebaut in unserem neuen Traktor. Is the last thing that I'm gonna hear you say that we're through? Do we give in to the doubt? Do we let this fire go out, me and you? What the heck's happening now? Me and you. Ach so. Ja. Daniel. Einfach reinlegen. Aber was ist denn das da für eine geile Anzeige bei dir? Welche? Die hab ich auch. Ja, jeder Traktor, Daniel. Ist das echt? Ja. Das ist die Benzinanzeige, oder? Okay, Benzin. Nein, hier Hydraulik-Sachen immer für die Anhänger und so alles, die Bildschirme.
Ist ja voll geil. Wir haben die Traktoren in der Realität, by the way, auch. Ja, aber ich wollte wissen, ob die Anzeigen alle stimmen. Also ob die Anzeigen alle korrekt sind. Achso, nee. In der virtuellen Realität. Die Bildschirme ändern sich ja nicht, nur der in deiner Fresse ist. Also genau vor deiner Fresse. So. Ich könnte mich eigentlich schon mal nach einem neuen aufrufen. Ja, wollen wir direkt nochmal das gleiche machen und diesmal Geräte nicht ausleihen, sondern einfach mit denen weiterarbeiten? Wollen wir die Aufträge abgeben, nimm die Traktoren weg. Ja, wenn du den Auftrag abgibst. Deswegen sagte ich ja auch nicht, wir geben jetzt den Auftrag ab, sondern... Wir machen einfach nochmal Ballenpressen. Vielleicht sogar in der Nähe. 135 gibt es? Rein da, das ist genau neben uns. Da hast du jetzt noch einen Ballen hier drauf? Nee, ne? Weiß nicht, ich hab noch einen bei mir hinten drauf, aber... Fällt es nicht. Dann ist... Ja, dann nimm mal für 135 an. Ruf mal an, schnell. Dann müssen wir nur noch hier mal herkommen. Mit dem Gerätschaften. Ich fahr los und hol den Glas, den großen zu mir. Ich hol in der Zeit den Wender wieder. Ich park das mal hier auf dem Hof 1. Ich park das hier auf dem Sonnenblumenfeld. Andi, hast du es angenommen? Schon die Mission? Ich durfte nicht. Das ist alles nicht, das darfst nur du. Warte, ich guck mal nach den Rechten. Ich mach dich einfach mal als Farmmanager, dann müsstest du, also euch beide, dann müsstet ihr eigentlich auch alle Rechte haben, so. Ich habe vorher nur die Kästchen rechts angeklickt gehabt. Geht's jetzt? Ach, Frigga hat ihn schon geholt. Dafür der Grund, warum ich hergefahren bin. Hätte ja was sagen können. Muss ich jetzt sowieso hin. Also ich kann auch tauschen gerne. Ja, nee. Hätte ja trotzdem was sagen können. Keine Ahnung. Brauchen wir das andere Ding, was an dem Traktor dran ist, auch? Den Schwader? Das ist der Schwader. Was ist das? Ein Schwader? Ah ja, okay. Ja, dann nimm den doch mit. Den brauchen wir doch. Ja, da hängt da wahrscheinlich schon ein Traktor dran. Ja, ich hol den Traktor hier ab. Ich bin. Wir hatten jetzt den Motor auf unserem Auto angelassen. Was ist ein 144 für ein Feld? Gibt's noch einen Auftrag, der direkt in der Nähe ist hier? Hallo, wo wir das gleiche machen? Wer hat den Motor von unserem Traktor angelassen? Von unserem Auto angelassen? Keine Ahnung. Geht das nicht automatisch aus? Nee. Nein. Ich bin damit nicht gefahren. Ich glaube, ich habe den vorgesetzt. Irgendwer hat den aber umgeparkt und hat den Motor angemacht. Ich habe den umgeparkt. Ich wusste nicht, dass man Motor ausmachen muss. Der verbraucht dann Sprit. Oh. Ist der behindert? Okay, wusste ich nicht. Echt so. Wer könnte das denn ahnen, dass ein Auto Auto ausmachen muss? Ne, den kann man ja direkt nicht mehr. Dass man Autos an ausmachen muss.
kann aber auch einfach nicht jemand. Einfach kein Mathe, Mann. Du stehst auch mit dem Wender einfach auf dem Dumpf. Ja, ich wollte gerade ganz kurz auf der Karte gucken. Wir könnten. Du machst das ganze Feld von dem kaputt, auch wenn es nur das ist. Wir wollen noch einen guten Eindruck hinterlassen. Entschuldigung, ja. Ich fahre ja schon runter. So, yeah. Du kannst mit dem direkt hinter mir herfahren. Mit dem. Nee, ich warte erstmal, bis der Ding fertig ist. Ich fahre nicht direkt hinter mir. Wieso nicht? Du kannst doch die Schwarz so setzen hier direkt. Let's go. Ich stehe direkt dann nur mit den Leuten im Weg rum, weil guck mal, du fährst jetzt eh wieder viel zu schnell. Der andere hat schon keine Chance. Ich Wait. Was denn? Schwartablage. Man kann Schwartablagen machen. Ja, aber es muss eh noch gewendet werden. Ja, true. Bringt's eh nichts. Wird nur was bringen, wenn wir Gras wegwerfen. Oder Gras verkaufen und nicht Heu. Ja. So. Wenn wir Silage machen oder so. Was machst denn du da? Mein Boy setzt nicht mehr runter sein Ding. Ah, jetzt. Ich muss gar nicht, dass mein Freund hat, Frigga. Was? Weißt du doch, er setzt sich doch immer auf das Ding von seinem Boy drauf. Ach, fuck. Ach so. Er vor allem. Ups. Ich kenn mich beide, Mann. Siehst du? Alter, Bauchel, Daniel. Wie schnell fährst du? 10 km/h immer noch. Kann ich irgendwie ein Tempomat einstellen, dass ich... 1. Kannst du auch gedrückt halten. Wie nur dein Tempomat und direkt im Tacho. Und runterstehen. Nö. Doch. Ach da! Ja! Okay. Und jetzt 3. Nur die einzigen beiden Geräte, die uns gehören, stehen einfach schön ruhig am Händler rum. Steigt erstmal aus. Und deswegen warte ich, weil wir auf diesem kleinen Feld niemals mit 3 Geräten gerecht kommen werden. Ja, hast ja recht. Das Feld fertig. Ich muss jetzt hier leider einmal durch die Rehe fahren. Also, ich hätte jetzt gesagt, wir machen noch das Feld fertig und das ist ein guter Punkt für einen Cut. Okay. Aber wir sind nämlich schon wieder 43 Minuten am Arbeiten. Am Arbeiten. Gut, wir haben direkt einen Namen für. Du kannst übrigens schon mal anfangen, Black. Wer? Du. Joe Mama. Joe Mama. Startet bitte zunächst den Motor. Also, weiß nicht, ob der an ist. Ausklappen. Verband. Aber ein wilder Schwader einfach mit. Wollen wir direkt noch mehr Felder machen? Also 144 ist direkt hier neben, also nicht direkt, aber sehr in der Nähe. Wollen wir einfach jetzt einmal durchziehen hier? Spann dich. Was denn? Wir haben doch gerade die Ausrüstung komplett. Ja, dann können wir Black lassen und wir fahren schon mal weiter. Nehmen direkt den nächsten. 144, 145. Können wir reich mit werden? Daniel will einfach nur Mäh. Der Mann ist crazy. Alter, was 144 und 145. Nimm mal noch die beiden. Dann, danach bin ich zufrieden. Manometer, ey, da fliegt das wieder. Was? 45 und 54? 45. Was? 44 und 45, also 144, 145. Wie du gesagt.
Ja, okay. Dann, ja. Da wurde was nicht gewendet, aber ich hab's nicht in den Schwarz gebracht. Kein Problem. Sehr gut. Da ist auch was nicht gewendet. Eieiei. Der Wender hat aber echt einen schlechten Job gemacht. Ja, ich musste manchmal Andi ausweichen. Achso, weil du nicht warten konntest. Entschuldigung. Außer wer ist Andi? Ah! Warte mal, wo ist das? Hier, direkt neben dir. Nur weil Frigga so maskulin ist, musst du nicht hinter den anderen Namen wenden. Hier links. 44 und daneben. Oh. Stunt-Traktor! Hundertvierundvierzig, genau hier, wo ich draufstehe. Also, ich habe aus falschen Symbolen drauf. Ah! Hast du es angenommen gehabt schon? Ja, ja. Bei mir ja, nicht. Aber. Soll ich es nochmal akzeptieren? Oh, tatsächlich. Ah, dein Farm hat bereits drei aktive Lohnaufträge. Drei dürfen wir. Ah, warte, das kann ich einstellen. Moment. Das habe ich noch nicht gemacht gehabt, weil Better Contracts. Wo ist das? Wo ist denn diese Einstellung? Ach, da. Machen wir mal maximal 6. So, probier mal. Jetzt müsste es gehen. Perfekt. Ich darf nicht. Du darfst nicht. Dieses Fahrzeuggerät ist für Lohnarbeit reserviert. Scheiße. Schneide das Gras auf dem Feld 444, presse das Gras zu Ballen und wickle sie ein, um Silageballen zu erhalten. Okay. Also ich. Und 445? Trockne es danach mit einem Wender und presse es zu Ballen zusammen. Bringe die Ballen dann hier hin, während das Getreide sind. Okay, dann lassen wir erstmal 145. Der Werner will aber ganz schön viele Ballen haben. Ich habe das Gefühl, der Werner ist der Einzige, der Ballen ankauft. Und zu den ganzen Leuten für uns verlangen, dass wir bei Werner verkaufen. Alter, da ist ein riesiger Fleck einfach nicht gewendet. Was ist denn falsch bei dir? Wo kommt der Hass her? Ja, wenn du nicht richtig wendest. So, er macht schnell, möchte schon den nächsten Auftrag, aber den einen noch nicht fertig gemacht. Schnell ist so, wie ich arbeite. Ja, aber nicht richtig. Einfach schnell. Nein, so wird es nie was. Wir wollen doch einen guten Eindruck hinterlassen. The fuck? Wenn du nur schnell richtig scheiße arbeitest, dann kriegen wir keine Aufträge mehr. Ich will viel Geld machen. Ach, jetzt verstehe ich, warum ich mit 10 km/h durchgetuckert bin, weil Black den eingestellt hat auf 10. Das heißt, eigentlich kannst du schneller? 15. Kann schon einmal schon. 15? Ja. Kann auch mit 4, also ich bin hier gerade mit 24 durchgetuckert. Ja, aber das ergibt gar keinen Sinn. Du kannst niemals so schnell fahren, wenn du ein Mähwerk anhast. Doch, offensichtlich schon. Ja, okay, ich gerade fahre. Nee, kannst du nicht. Doch, in unserer Realität schon. Ja, die Realität ergibt aber keinen Sinn. Das ist physikalisch nicht möglich. Und dass sie das Mähwerk zerfetzt. Lecker Landwirtschaft studiert. Ich bin nicht Black. Geht auch gar nicht über dich. Ich bin Joe Mama. Ich bin für den Projekt jetzt schon einen Stamm. Was können wir einstampfen? Das Projekt.
Warum wir Idioten sagen? Du bist ein Idiot. Jo, Mama ist ein Idiot. So, Glückwunsch hier, ihr habt ein paar schöne Schwaden. Könnt ihr dann pressen, ist mir egal. Alter, ihr nehmt doch jeden Auftrag an. Nee, das war's von mir aus. Mach doch mal langsam, mach mal ruhig. Komm runter. So, die 144 können wir nicht, weil die zu blöd war, oder was? 144 können wir halt direkt mit deinem machen. Kannst du direkt in Schwaden packen. Nee, warte mal. Doch, ja. Aber... Wir müssten Silage machen. Dann hätte er aber auch dann direkt in Schwaden mähen können, ne? Ja, das können wir... Ja, stimmt, das können wir gleich machen. Er ist noch nicht gemäht. 144 doch, ist noch nicht ist gemäht. Da ist schon was angefangen. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass es nicht ging. Ja, und das hätte er in Schwaden machen können. Warum seid ihr so süchtig nach Geld, dass ihr nicht mal den Auftrag lest? Ich hab Daniel vertraut. Ich hab einfach nur gelesen, Ballen pressen. Ich hab Daniel vertraut. Ich dachte, das ist alles das Gleiche. Nee. Offensichtlich. Ich hab Daniel vertraut. Ich merk schon, dass der da ist einfach nur, der ist geldsüchtig. Ja, aber Geld ist toll, kann man sich kaufen. Ja. Ohne Geld, wir könnten wir nicht deinen Trecker haben, den du vorhin gefahren bist. Ja, das ist schon korrekt. Aber ohne solide Arbeit kriegt man keine Aufträge mehr und keine Aufträge mehr ist kein Geld mehr. Ja, Aufträge, Schmuckträge. Nicht hier die Stimme der Vernunft oder was? Offensichtlich. Ich mach einfach meinen OnlyFans-Kanal und dann läuft er ganz oder? Ach so. Digga macht OnlyFans. Nein, oder? Dieses Gerät ist für Lohnarbeit reserviert. Für dieses Gerät benötigen wir mehr Baumeister. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Lohnarbeit. Ich hoffe, ihr ist dann alles schön gewendet, wa? Ja, hier kannst du schon loslegen. Oh, da ist schon wieder was nicht gewendet. Ja, Mann, ist schon wieder sauer. Aber größtenteils sieht's gut aus. Die Spur hier ist zu breit, ist voll kacke. Muss ich nochmal rüberfahren gleich. Also ich sag mal so, er könnte trotzdem theoretisch in Schwaden mähen, weil dann müsstest du nur die Schwaden wenden, ne? Weil? Weil? Dann müsstest du nur die Schwaden wenden. Ja, das Problem ist, es wird dann wieder aufgefächert. Ja, aber es ist ja, aber so es stimmt, es wäre einfacher für mich, das ist richtig. Dann muss ich nicht immer hier so genau so versuchen, genau auf deiner Spur zu bleiben. Was echt anstrengend ist. Du kannst ja auch eine eigene Spur fahren. Ja, mach ich ja auch. Halb. Scheinbar nicht. Alter, wir werden so im Beef enden. Ja, deswegen sage ich, wir können das Projekt. Bringt euch alle um. Am Ende des Projekts müssen wir rausfinden, wer wen umgebracht hat. Wer hat Frigau umgebracht? Das ist nicht mehr Bauer, sondern Bauer tötet Frigau. Hat Volta ist ja noch nicht gewendet. Ich kann ihn nicht schwaden, weil hier alles nicht gewendet ist. Ich bin ja traurig. Hier, das Stück ist fertig. Was ist denn das? Schwaderablage rechts, Alter, deine Mutter. Schwaderablage rechts, deine Mutter. Show me what to love, don't you mention what it costs. If you don't know what to love, nächste Musik, aber ich habe jetzt 45 Minuten. Weil ich gerade im Einfeld eigentlich aufhören wollte. So erstmal. Mit dem The Cut, weißt du, was ich meine? Mhm. Na, das ist halt extra lang. Folge 2 extra lang. Extra lang, extra lang.
Ich bin stark. Ich habe auch einen extra langen. Ich habe jetzt schon zwei mögliche Namen für die zweite Folge. Entweder richtig so ein richtiger Clickbait-Titel von wegen mein neuer Traktor. Ne? Und dann so einen richtig teuren dahin. Oder halt der Beef der Schwader. Problem ist, sobald ich die Folgen mache, also schneide und so, habe ich das schon wieder vergessen. Du hast es aber in der Aufnahme gesagt, also alles easy. Da sind Rehe! Aber denkst du, das ist so angreifend? Andi wird sofort aggressiv. Fuck! Die rennen der weg, hat die Birke dahingestellt. Daniel, Frigga wird aggressiv. Ja, der auch. Digga, was stimmt nicht mit dir? Ah, shit. Der auch. Ich bin genderflüssig. Also der ist ja nicht mehr richtig gemäht. Was ist das hier für? Du hast einen Saftarbeiter, da arbeitet der hier sogar. Wie nicht richtig gemäht? Was soll das heißen? Ja, da steht einfach nur so ganz viele Grasbüschel. Echt? Da siehst du. Oh Leute, ich hab den Song aus dem Intro, aus dem Hauptmenü. Daniel, so, den hier brauchen wir jetzt nicht weiter, ne? Nee. Hoffentlich nicht. Weil du kannst es nicht. Ich bin fast in den Fluss gefahren. Bräuchten halt Silagewagen. Der ist wahrscheinlich beim. Ach so, wir sollen Silagewagen machen. Ja, ja, wir müssen. Da können wir gar nicht abschließen ohne die Fahrzeuge. Wir müssen den einwickeln. Also, wir können den mieten, den Dinkelwagen. Ja, dann lass uns das kurz. Ja, mach mal kurz. Ja, wir brauchen eine Presse halt, die Silagewagen machen kann. Ja, wir machen einfach kurz so einen. Oder wir machen Silage das mit unserer Presse und holen uns noch einen Wickler. Ich glaube, wir müssen eine Rundballenpresse machen. Echt? Es gibt aber auch Silageballen und Viereckchen. Wo stehen denn die anderen Sachen rum? Stehen die hier hinten? Fernloses Stroh, haha. Du kannst auch gucken, ob dieses ganz kleine Feld, warte, hier. Feld 143 oder 142, ob eine nochmal der gleiche Sache ist. Also nochmal Silage. Und dann mieten wir uns einfach davon. Guck doch selber nach. Ja, okay. 142, 143. Moment. Ist ja nicht so, als hättest du gerade was zu tun. Also, was ist er denn? Folien. Silage, ne? Silage wollten wir. Ja. So. Bitte einmal Feld 143 bearbeiten. Gerätschaften dazu stehen beim 142 stehen beim Dings bereit. Kannst du einmal rübermähen, bitte. Over. 142? Ja, ist direkt neben dem Händler. Das Minifeld. Ich tue hin. Du kannst ja schon mal. Ich also mach mal Ballen. 44 ist. Und du kannst auch direkt in Schwart ablegen. Hab ich vor. Gut. Ja, ich dachte, ich sag's nochmal. Hab ich bei 44 auch gemacht. Ach, 44 ist hier mitten im Dorf. Was ist denn das? Ja, ja. 42 ist so ein winziges Ding halt. Ach, das hier! Komm ich da hin? Ich bin nicht. So auf der Karte gesehen. Das ist der Scheiß ist umzäunt. Okay. Was ist denn das? Hä? Wir
müssen einmal die Eintraktor so, ja, das kannst du ja machen. Einfach auf der Karte. Das ja. Am einfachsten. Ich füge gerade mal zwei Schwarz zu einer. Drei Kastanien. Jemand kann dann auch gleich fertig hier die anfangen, die Ballen einzusammeln, die ich hier produziere. Der eine Ballen liegt so ganz in der Ecke. Ja, also den Wickler, den wir hier haben, ist für Rundballen. Ich weiß nicht, ob der funktioniert für Eckballen. Ja, da müsste aber, wenn der da, dann müsste auch eine Presse dann dabei sein. Ist ja alles dabei, also. Ich komme, Vielleicht kommen wir nicht Spaß dabei. Komm hier nie raus. Ist alles gut. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Ich komme. Ich hab schon lange gebraucht. Ja, schon. Komm ich nicht am blödesten raus, Hilfe! Ja, oh Gott. So, damit bin ich zufrieden. Oh Gott. Die Musik ist aber gut von dem Radio. Ich höre Country. Ich bin immer noch im Rock hängen geblieben. Und der Rock klang mir irgendwann aber zugleich. Ja, ist halt Rock. Klingt halt irgendwann alles gleich. Oh oh. Oder mein Country. Oh. Du hast Sack. Ja, ist zugleich. Das ist Country Roads hier. Ja, das Titellied von dem Spiel ist auch drin, ne? Vor dem Sender. Das war zu dem immer abgegangen. Dorstack. Was ist denn das hier, sag mal? Ah, geht doch. I'm unstuck. Okay, Feld 135 ist fertig geballt. Das ist ein Kackfeld. Das tut mir leid. Das hätte sich machen müssen, wenn er vorher gelesen hätte, was man machen muss. Ich hätte jetzt einfach. Ja, nur Mimimi. Ich hätte einfach jetzt einen Wender. Hier einen. Wickler gemietet kurz. Einen Wickler. Aus Mario Kart oder was? Was? Sagen, dass wir jetzt nicht sagen, du kennst Wiggler nicht. Nee. Nicht ein Wiggler, sondern ein Wiggler. Ja, kenn ich trotzdem nicht. Ah, okay. Schon traurig. Das ist meine Lebensphilosophie. Ganz schön traurig sein? Ist aber recht gut, muss man recht zugeben. Ah, ich gebe mir auch recht Mühe. Gibst du dir Mühe oder gibst du dir Mühe? Baum! Wer hat diesen Baum dahingestellt? Imagine! Mutter Natur. Hurensohn.
So, 42 ist irgendwie gemäht. Reicht, irgendwie reicht. Weiß ich nicht, ob irgendwie reicht, aber. Weiß ich nicht, Digga, muss das sein? Also, es müssen noch Ballen gesammelt werden und es müssen. Müssen erstmal gewickelt werden, Daniel. Ich bin noch nicht mal fertig mit der Schwarten, du könntest schon an ihr einzusammeln. So, perfekt, alles in Schwaden. Ja, arbeitet dran. Dann könnt ihr euch um die Silage-Sachen kümmern. Auf den beiden Feldern. Oder Black, du kannst auch auf Feld, wo ich vorher war, Feld 144 die Ballen einsammeln. Wer? Yo Mama. Ja, genau. Yo Mama. Yo wird J, Y und O geschrieben. So, ich gucke jetzt erstmal, ob ich die Ballen da einwickeln kann. MF. So, im Gegensatz zu dir parke ich aber nicht unsere Sachen. Also warum stehen die an der. Oh Gott. Ja, oh Gott. Okay. Ich werde mich bessern. Ich vielleicht. Wie sollen wir denn so einen guten Eindruck hinterlassen, wenn auch. Ach Gott! Irgendwann geben wir uns auch die guten Leute immer scheiß Preise, weil sie wissen, dass wir die Idioten sind, die immer überall das alles ins Schild stellen. Irgendwann kaufe ich einfach alle Felder. Darf ich mal kurz küssen? Ich bin stuck. Ja, und deswegen mögen uns die Leute dann trotzdem nicht. Hat Andi gerade gefragt, ob man ihn kurz küssen kann? Ja, Träger. Mich rammen. Ihr sollt mich rammeln, rammen. Okay. Dorstack. Jetzt werde ich hier begutachtet oder was? Oh, ja. Verpiss dich, Alte! Wollen sie aufs Maul oder was? Ich komme jetzt die Kettensäge. Warum ist Rigger so aggressiv? Weiß ich nicht. Neue Fahrzeuge. Aufs Maul oder was? Wir hatten da ein neues Fahrzeug gekauft. Ich habe mir die Kette gepult. Sind sie aufs Maul? Hä? Investitionen werden immer vorher abgesprochen, habe ich gesagt. Was? Ich habe nicht aufgepasst. Wer hat was gekauft? Krieger hat eine Kettensäge gekauft. Das finde ich nicht okay. Finde ich auch nicht okay, weil wir Kettensäge brauchen. Möchte was Mörder sein. Ich bin hier, hab's nur mit Verrückten zu tun. Wie kommst du da drauf? Wie kommst du da drauf, du? Ja, die Antwort, wie ich darauf komme, dass ihr verrückt seid, bist du. Das beste Beispiel. Guck in den Spiegel, dann weißt du warum. Nee, ey, Lieferant oder so. Ramm mich doch mal, bitte. Ja, so ein gelbes Auto, Van. Ich will die nicht zurücksetzen. Muss ich wieder herfahren und laufen. Das freut mich, dass ich vorwärts fahren kann. Ich will aber rückwärts fahren, wenn ich nicht los kann. Mann. Und bist zufrieden mit den Schwaben? Ja, du lässt die Hälfte liegen. Ei. Ich bin durch. Ich habe extra so viel Mühe gegeben, weil Alter, wir tauschen gleich. Das ist so scheiße, die Sachen hier aufzusammeln. Es geht so kacke mit diesem Gerät. Was? Der Gerät. Wo wollte ich hin? Das kann ich dir nicht sagen. 44, danke. 44. Ist hier noch nicht mal angefangen. Okay, dann kann ich muss ja auch erstmal gemacht werden. Und hier lange, dann kann ich hier lange warten. Mit der Silage. Ich dachte, hä? Hä?
Beach. Zelado, du musst direkt pressen und einwickeln. Ja. Die Presse steht am, am Shop. Naja, die. Ja. Die ist auch okay. Ah, du hast das ja immer noch nicht gewendet. Hey Daniel, was aber die auf der Hälfte aufgehört oder was? Ah ne, du bist gar nicht durch. Wer schützt, wer ist da hinten? Wer rennt da hinten? Ach, Frigga hat da einfach nur Sachen abgestellt. Ich dachte, du fährst gerade da hinten rum. Was ist denn von mir? Ich werde hier voll gemacht. Ich arbeite sauber. Nein, nicht wirklich, aber ja. Sauberer als Frigga zumindest, wenn man hier rumfährt. Hä? Ian! Aber alle richtig sauer. Das Problem bist du. Was ist? Das Problem bist du. Ja, das Problem bin überhaupt nicht. Doch. Oh, Alter! Ich bin schon wieder stuck. Das ist ja nicht meine Schuld, ist, dass du so sauber arbeitest. Wie viel arbeite ich denn unsauber? Ich habe was abgestellt. Ja. Na Gott, auch. Feld. Und das gehört nicht mir. Oh, ja. Ja, genau das ist das Problem. Das Feld gehört nicht dir. Sollst du es halt woanders hinschieben? Macht mich fertig, ja. Ich würde es nicht machen, wenn uns die Einwohner einfach hassen und irgendwann. Einfach wieder verjagen. Wenn wir zurückkommen, ist unser Bauernhaus angezündet. Unser Hof brennt einfach. Wenn wir nach Hause fahren, brennt einfach alles. Habe ich jetzt noch irgendwo ein Feld, wo ich mit dem Gerät hier was pressen muss oder nicht? Dem nicht, ne. Okay, dann mache ich das jetzt aus und stell's hier ab. Soll ich mal bedanken? Ach so! Oh, Leute. Was ist jetzt mit dem Rest, der hier noch drin ist? Kann ich das irgendwie. Kannst du die Ballen rauslassen, der Rest, der schon eingesammelt ist, von den unangefangenen Ballen kannst du nicht rauslassen. Der ist jetzt quasi weg. Weg, okay. Dann ist es so. Dann haben wir 20% Ballenverlust. Alles bei Werner, ne? Ja. Weiß ich nicht, glaube ja. Also alles, was nicht Silage ist, auf jeden Fall. Ja, die Aufträge sind auf jeden Fall gut abgeschlossen. Wir brauchen aber noch mehr. Ach, da waren ja eh noch zwei, ne? Stimmt. Und angenehme Musik. Ja, das Ding wird nicht aufgesammelt. Warum wird es nicht aufgesammelt? Eigentlich nicht sagen. Musst du treffen. Ist er nicht? Ja. Eieieiei.
Oh Gott. Die Ballen haben mich fast überschlagen. Wie hast du es geschafft, den einen Hochkant hinzustellen? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Einen Ballen hochkant auf das Feld gestellt. Hinten ist steht, aber ist hinten noch ein Ball? Nee, das heißt, ich habe jetzt nur 6 Ballen und das war's. Es gibt's. Wie, was gibt's? Annabelle ist da. Hallo Annabelle. Was nicht rufen, sie hört dich nicht. Annabelle. Sie hört dich nicht. Und? Ja, mein Handy geht, glaube ich, gerade aus wegen Akku. Ja, jetzt habe ich kein Navi mehr. Aber oh shit. Oh shitty McTitty. Das ist ausnavigiert. Ah, scheiße, Daniel. Alles gut. Das ist ein Reh auf der Straße. Da fällst du dich von der Straße. Ja. Daniel? Siehst du auch so einen Ball hinten an meinem Arsch hängen? Nee, siehst du nicht. Okay. Oh. Ah, okay. Weil der jetzt rauskommt. Ah, Daniel! Damit müssen ja alle Ballen pressen auch gerade haben. Die ist ja leider schon abgeschossen, wenn ich jetzt die 6 Ballen abwehre, ne? Ja. So, hier können schon nee, mal die. Die schließen sich nicht ab, sondern haben sich verkauft. Was machen wir jetzt? Wir können die Aufträge nicht abschließen. Die haben sich verkauft. Wie viel kosten die Strafe, wenn ihr es ablehnt? Weiß ich nicht. Weil ich will ja nur gesagt haben, dass wir 2 Aufträge zwar abgeschlossen haben, aber der Rest halt sich nicht abschließen lassen wollte. Hat immer noch 99% und 97%. Vielleicht, weil dann nicht richtig gemäht wurde, also quasi, dass es was fehlt, halt wirklich nur das Mähen ist. Ja, und Schwaden und so. Schwadern, das fällt dann nicht mit rein, sondern nur das Mähen und das Ballen verkaufen. Ah ja, meine ich. Dann muss da noch was vom Feld fehlen und da auch. Da ist Presse zu Silageballen und da ist Presse zu Silageballen. 44 und 42 sind die für Silage. Ja, und die 35 und die 36 müssen wir nochmal drüber. Mehr ist am Shop. Gott. Oh Gott, Baum.
Doch, wenn ich nehme, wenn ich. Hä? Ich hab mich verfahren. Daniel, was machst du? Daniel? Ach, dann ist gemutet. Ach ja, weil einer mit. Ah, Mann, ich rede die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Hilfe. Bist du stuck? Ich arbeite mich hier wieder raus. Irgendwie. Langsam. Wo ist denn der Glas? Eigentlich sollte der gegenüber vom Shop sein. Gegenüber? Augenfeld. Park ihn doch wenigstens da, wo es Sinn ist. Nee, fahr mal so weit zurück, wie du kannst, Daniel. Du kannst jetzt gegen mich fahren oder gegen das Gerät hinten, ist egal. Okay, fahr lieber gegen das Gerät. Oh, God bless. Dieser Kackarm ist rum. Gott. Ach, das sind Bänke. Oh no. Was ist los gefahren? Wer packt denn den Kack dahin? Senken. Hilfe. Ich bin schon wieder. Warum bin ich stuck? An was denn? Danke. Habe ich nicht in Schwaden abgelegt gehabt? Also hier nicht. Good job, Andy. Komm, wir machen das jetzt noch fertig und danach ist Ende. 135 ist abgeschlossen, weil ich jetzt nochmal mit dem Mähwerk drüber gefahren bin. Sehr gut, sehr gut. Machst du das gleiche mit 100, was war das? 136, ja. Ich bin nicht mehr Mähwerk gefahren, nicht auf einem Feld. Ich bin nicht schuld. 35 bin ich gefahren.